sehr zu beeilen, weil, naja, TikTok-User sind nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie eine lange Aufmerksamkeitsspanne haben. Und zwar kam das da vor etwa ein Jahr raus. Vor ein Jahr. Und da zeige ich eine ganz kurze Szene, und zwar folgende. Guck ganz genau hin. Und das mit ihrer Hand. Wenn Juliane von der Uhr einkaufen geht, gucken Verkäufer nicht schlecht. So. Hier hat man ganz genau gesehen, mit der Hand, mit ihrer rechten Hand bezahlt sie das. Und ich will dir jetzt was in der Bibel zeigen, und zur Offenbarung 13. Kapitel ab 16. und dem folgenden Vers. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welches das Malzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Ich weiß, das bezieht sich jetzt darauf, dass in der Endzeit werden die Menschen gezwungen, so ein Malzeichen anzunehmen, um kaufen und zu verkaufen. Aber ich habe mal eine Frage an dich. Wenn das da vor ein Jahr war, ja, es gibt es schon seit einigen Jahren, aber das passiert gerade vor unseren Augen aktuell, ganz aktuell. Wenn das vor ein Jahr war und das da vor knapp 2000 Jahren, wo die Technik nicht mal ansatzweise irgendwie so weit war, dass sowas überhaupt möglich wäre, und trotzdem wurde das prophezeit und vorausgesagt. Also wenn das vor ein Jahr war und das vor 2000 Jahren, warum glaubst du dann noch nicht?